Grüß Gott, Herr Djogoel. Nach einem Jahr sind Sie wieder hier. Am 21. Oktober des letzten Jahres haben Sie hier an der Stelle, auf der Engelsbrücke, die sogenannte Pachamama entsorgt. Was führt Sie dieses Jahr wieder nach Rom? Ja, also eigentlich bin ich nicht hier, um ein Jubiläum zu feiern oder sonst irgendwas. Das ist, glaube ich, ganz klar. Sondern wir sind hier, weil leider in den letzten Tagen ein unsägliches Interview vom Heiligen Vater durch die Welt gegangen ist, durch die Medien dieser Welt, nämlich wirklich durch alle Medien dieser Welt. Ich habe es von den kleinsten U-Bahn-Zeitungen in die größten Journale überall lesen können. Nämlich, dass der Heilige Vater sagt, wir sollen unbedingt eingetragene Partnerschaften für Homosexuelle staatlich gründen. Also wir sollen staatlich sozusagen die Gesetze schaffen für eingetragene Partnerschaften für Homosexuelle. Und dieses Interview dann natürlich auch aus dem Kontext gerissen, auf den ich gar nicht eingehen kann, weil ich den Originalkontext noch immer nicht wirklich durchschaut habe. Aus dem Kontext gerissen benutzt worden ist, um eine unglaubliche homosexuellen Bewegungsagenda durchzusetzen. Also eine Agenda, die damit beginnt zu sagen, ich zitiere jetzt kurz den Präsident von Venezuela, Maduro, ich fühle mich durch den Papst bestärkt darin, endlich die Homo-Ehe einzuführen. Oder von Pater James Martin, dem bekannten US-Jesuiten, der sagt, das war ein großer Schritt für, zur Unterstützung der Kirche für LGBT-Menschen etc. Ich kann wirklich jetzt ganz viel aufzählen, also viele Magazine, die gesagt haben, endlich, die Lehre der Kirche ändert sich. Und genau deshalb sind wir hier. Wir wissen, dass der Heilige Vater in vielen seiner Aussagen in der Vergangenheit die Ehe und besonders die Frage der sogenannten Homo-Ehe immer sehr eindeutig abgelehnt hat und gesagt hat, die Ehe ist die Ehe, wir können das nicht ändern. Aber jetzt werden seine Aussagen benutzt, womöglich verdreht, wir wissen es eben nicht, wie genau sie zustande gekommen sind, um genau diese Agenda wieder zu unterstützen, nämlich dass eben die eingetragenen Partnerschaften der erste Schritt sind zur Homo-Ehe und zur allgemeinen Anerkennung dieses, ich will jetzt nicht in Bedrängnis kommen mit dem Gesetz, aber dieses Lebensstils, sagen wir so. Und das ist etwas, wo wir ganz genau wissen, das kann nicht der Wille des Heiligen Vaters sein. Wir wissen, dass er oft Interviews gibt, dass er eigentlich sehr, sehr menschenfreudig ist. Und diese Menschenfreude wünschen wir uns jetzt so sehr, wir Gläubige, wir sagen, bitte, Heiliger Vater, schaffen Sie Klarheit. Wir wissen, dass Sie in der Vergangenheit gute Dinge dazu gesagt haben, die wir alle wunderbar finden. Jetzt gerade wird ein Interview von Ihnen benutzt, um ganz klar gegen die Lehre der Kirche vorzugehen. Bitte schaffen Sie Klarheit. Deshalb sind wir heute hier. Deshalb sind Sie hier und was haben Sie vor zu tun? Wir haben vor, jetzt auf den Petersplatz zu gehen und dort ein gemeinsames Gebet abzuhalten. Und ein paar von uns, also die Beter nicht, weil die Beter sind wirklich da, weil wir der Meinung sind, egal was man macht, man kann es nur mit dem Gebet begleiten. Wenn man die Hilfe von oben nicht hat, kann man die Hilfe von unten auch nicht haben. Wir werden ein Transparent ausrollen und auf diesem Transparent wird stehen oder steht drauf, das haben wir in Wien noch geschrieben, Holy Father, we ask for clarity on same-sex unions. Das heißt, wir bitten den Heiligen Vater wirklich nur um diese Klarstellung, was genau war dieses Zitat und was soll damit geschehen, was ist denn genau die Lehre der Kirche dazu. Das ist es, das werden wir heute machen, ganz friedlich. Wir haben auch nicht vor, das Ganze als Protest zu gestalten, sondern wir wissen nicht, wie wir sonst den Heiligen Vater erreichen sollen. Deswegen haben wir das Transparent sehr groß gestaltet, stellen uns auf den Petersplatz und so, denke ich, wird er es dann sehen. Und ich hoffe, er wird die Gelegenheit nutzen. Ich weiß, man muss hier sehr respektvoll sein. Es ist mir klar, dass der Heilige Vater nicht auf alle Anfragen eingehen kann. Aber ich glaube, hier wäre es doch eine sehr, sehr gute Entscheidung. Vielen Dank, Herr Djogoel. Danke dann Ihnen. Dann gehen wir jetzt zum Petersplatz und machen unsere Gebetsfahrt. Danke, wunderbar.